So, Sabrina, nimm mal bitte hier Platz. Du weißt, dass du als Zeugin vor Gericht eine ganz wichtige Rolle hast. Vor allem musst du die Wahrheit sagen. Mach ich. Wenn du was Falsches sagen würdest, würdest du dich strafbar machen. Ja. Du heißt Sabrina Witterlich, 15 Jahre alt, du wohnst in Hildesheim, ledig, Schülerin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Sabrina, dem Angeklagten wird vorgeworfen, am Abend des 29. Oktober, so gegen 18.15 Uhr, den Ronny Zippert mit diesem Drehkreuz niedergeschlagen zu haben. Du wohnst mit deiner Mutter zusammen auf dem Gelände der Werkstatt, ja? Ja, das ist richtig, aber seit mein Vater tot ist, wohnen wir leider nur noch alleine in dem großen Haus. Kannst du mal vielleicht, wir haben da so eine Grundskizze eures Betriebs, zeigen, wo du genau wohnst und wo dein Zimmer ist? Also hier ist die Werkstatt und so und hier ist das Wohnhaus, da im ersten Stock ist mein Zimmer, bei dem Fenster und da schaue ich auch gleich auf den Innenhof auf. Also das heißt, dein Fenster geht direkt zum Garagenhof raus? Ja, genau. Ist dir da irgendwas besonders aufgefallen an dem Abend? Darfst du irgendwie wieder Platz nehmen? Nee, aufgefallen ist mir nichts direkt, aber ich habe halt vom Tobi das Motorrad gehört. Das war so ungefähr um 18.15 Uhr. Bist du ganz sicher, dass seins war? Ja. Wieso? Ja, das Motorrad kann man nicht überhören, das ist so laut und ich kenn's. Außerdem weiß ich, dass es nach 18 Uhr war, weil ich genau an dem Tag meine Lieblingssendung im Fernsehen wegen der Hausaufgaben verpasst habe. Jetzt behauptet der Angeklagte allerdings, dass du zu der Zeit überhaupt schon lange nicht mehr im Betrieb gewesen sei. Er sei vor 18 Uhr schon bei der Post gewesen. Das kann aber nicht sein. Ich täusche mich da nicht. Ich bin mir das ganz sicher. Ganz sicher, ja? Ja. Hast du sonst noch was mitbekommen an dem Abend? Ja, also ich habe ja vom Tobi das Motorrad dann gehört und dann habe ich aus dem Fenster geschaut. Da lag dann der Ronny Zippert auf dem Boden. Ich bin gleich runter und dann habe ich gleich den Notarzt gerufen. Warst du zu dem Zeitpunkt allein am Werkstattgelände? Weißt du das? Ja, da war keiner mehr außer mir. Sicher nicht. Ganz sicher. Hast du die Beate Auerbeck und ihr Auto auch irgendwo gesehen? Nee, da war keiner mehr bei den Garagen. Niemand. Auch ihr Auto nicht? Auch nicht. Fragen Sie bitte Sarina, ob sie die Garagen die ganze Zeit beobachtet hat. Die Frage hast du gehört, was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu groß sagen? Ich meine, ich habe natürlich nicht die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut. Ich war mal kurz auf der Toilette, aber das war höchstens eine Minute oder so. Und da war garantiert niemand auf diesem Gelände. Also deswegen kannst du der Tobi gewesen sein, der den Ronny so da schlagen hat. Also ich befürchte, dass uns Sarina hier nicht ganz die Wahrheit sagt. Immerhin wurden ihre Gefühle von meinem Mandanten ziemlich verletzt. Ja und? Selbst wenn, glauben Sie, dass ich deswegen hier lüge? Was hattest du denn für ein Verhältnis zum Angeklagten? Naja, eigentlich fand ich den Tobi immer ganz schön doof. Wie der immer tut, dass er alle Frauen so mögen und wie er die behandelt und so. Aber als mein Vater gestorben ist, da war ich ganz schön oft ziemlich traurig. Und da kam er öfters mal in die Garage und in die Werkstatt und hat mich gefragt, wie es mir geht und so. Er hat mich halt verstanden, weil sein Vater ja auch schon gestorben ist. Eigentlich seit dem Zeitpunkt war es ganz gut. Das klingt eigentlich so recht freundschaftlich. War da noch mehr zwischen euch als das Freundschaftliche? Das dachte ich zumindest, allerdings. Was dachtest du, dass beim Freundschaftlichen bleibt? Ja, weil ich dachte ja nie, dass er auf solche Mädels wie mich steht. Da steht er normal auf größere und auf ältere Frauen, aber irgendwann wird es schon ganz schön komisch. Warum? Was war da komisch? Ja, der Kerl hat mir Geschenke gemacht, er hat gesagt, dass er sich so gern mit mir trifft, dass er Zeit mit mir verbringen will und so. Und da habe ich mir natürlich schon Hoffnungen gemacht, dass vielleicht doch mehr draus werden will und so. Außerdem, als ich gesagt habe, dass er traurig sein darf wegen seinem Vater, weil der ja gestorben ist, das hat er voll ernst genommen und hat darauf gehört, was ich gesagt habe sozusagen. Allerdings habe ich mich total in dir geirrt, weil nämlich an dem Abend in der Billardkneipe und nach dem Video ist natürlich mehr als klar, dass du mich total verarscht hast. Wie hast du von dem Video erfahren? Das war, nachdem der Ronny bei uns auf dem Werkstatthof niedergeschlagen wurde. Da hat die Polizei zum Ermitteln angefangen. Und der Ronny hat das Video auf die Internetseite getan und meiner Mutter geschickt. Bei uns zu Hause war ganz schön die Hölle los. Und da habe ich auch von dem Video erfahren. Wieso war bei euch zu Hause die Hölle los? Der Kerl hat behauptet, dass er mit mir geschlafen hat und auch sonst voll den ekligen Mist über mich erzählt hat. Bis ich meiner Mutter klar machen konnte, dass das alles nicht stimmt und dass er nur gelogen hat, hat es ewig gedauert. Wegen dem hatte ich dann trotzdem 4 Wochen Hausarrest. Hattest du nach der Tat noch Kontakt zu Tobias? Nee, er hat mir auch nicht geholfen, irgendwie das Video rauszutun, geschweige denn, dass er sich bei mir entschuldigt hätte. Das Video ist immer noch im Internet. Sarina, ich wollte das nicht. Ich habe das Video doch nur in meinem Account meinen Freunden zeigen wollen. Und irgendwelche von denen haben das dann kopiert und woanders hochgeladen. Und plötzlich war alles außer Kontrolle. Ganz ehrlich, ich spare dir das.
Also ob Ihnen das recht war oder nicht recht war, ich habe da echt Zweifel, wie Sie sich hier gerade geben. Aber selbst wenn es so gewesen sein sollte, dann ist es doch wieder mal ein Beleg dafür, wie leichtsinnig das ist, wenn man private Daten, Videos, Fotos oder Ähnliches im Internet einfach hochlädt. Das ist sowas von peinlich. Aber da kann ich doch nichts für. Ich habe das Video nicht gemacht und ich habe es auch nicht hochgeladen. Das war alles der Ronny schuld. Und wenn er es nicht gemacht hätte, dann wäre es alles ganz anders hier, ja? Natürlich, du hast auch nicht irgendwie über mich abgelästert und dich über mich lustig gemacht oder so auf dem Video. Stell dich bloß nicht mit dem auf eine Stufe. Ach komm, ihr seid beide die Allerletzten, ne? Sorina, ich wollte dir doch nichts Böses. Ich wollte dich doch nur beschützen und damit du nicht auf so einen Kerl mit dem doch reinfällst. Hör auf, ich war dir scheißegal! Fragen noch an die Sarina. Keine, danke. So, dann war's das schon für dich. Cassandra Gerl, bitteschön. Du bleibst unvereidigt. Nimm doch bitte hinten Platz. Ja. Bist du die Tochter von der Witterlich, der Chefin der Autowerkstatt? Ja. Die Sarina. Ja, bitteschön. Und sind Sie die Frau Gerl? Die Frau Gerl? Ich glaube das also ja wohl nicht. Ich wollte damit sagen, die Musik spielt hier vorne. Ja, was glaubst du ich muss nicht? Das Ganze erstmal verpacken, aber ich setze mich schon. Ja, gut. Ja, was guckst du Sie so müssen blöd, vor allem hier als Zeugin die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage machen Sie sich strafbar. Ja. Ja? Sie heißen Cassandra Gerl, 20 Jahre alt. Sie wohnen in Hildesheim, Lady, Krankenschwester, verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, aber ich war vor einem halben Jahr 10 Monate mit Tobi zusammen. Haben Sie dann in der Zeit mit dem Angeklagten auch mal über seine Arbeit in der Autowerkstatt gesprochen? Sicher, mehrfach. Ob ich wollte oder nicht, Tobi hat eigentlich Tag und Nacht nur davon geredet, dass er so toll sei und dass die ohne ihn alle überhaupt nicht auskommen würden. Und dass er den Laden irgendwann übernehmen möchte und irgendeinen super Autoschrauberladen daraus machen will. Er ist totaler Mist. Erzähl mir so einen Scheiß. Ich wollte meinen eigenen Schrauberladen aufmachen, ja? Aber mit dem Witterlich hat es überhaupt nichts zu tun, ja? Als ob es mit ihm nichts zu tun hatte. Ich bin doch nicht blöd. Ey, das sagst du vielleicht, aber unterschreiben willst du das nicht. Sehr witzig. Ich lache mich kaputt. Aber da kann er lästern und abstreiten, was er will. Ich weiß ganz genau, dass er den Job auf keinen Fall verlieren wollte bei den Witterlichs. Schließlich wollte er den Laden ja übernehmen. Und ich weiß gar nicht, warum du mich so dumm anmachst. Ich soll doch schließlich hier bezeugen, was du für ein Idiot bist. Ja, genau. Deswegen bist du ja hier. Jetzt kommen wir endlich mal zusammen. Jetzt sind wir endlich mal einer Meinung, ja? Du sollst dir bezeugen, was für ein Arschloch ich zu Frauen bin, ja? Und dass ich noch nie einen Finger für irgendeine Frau krumm gemacht habe, ja? Erzähl den Leuten das doch mal. Ja, das weiß ich schon. Und bis vor 2 Stunden hätte ich auch noch unterschrieben, was der für ein Mistkerl ist. Er hat mich immer derart von oben herab runter behandelt und nie einen Finger für mich krumm gemacht. Erzähl doch lieber mal die Geschichte, als ich mit dem Platten im Regen stehen lassen habe, ja? Ja, das hast du, das stimmt. Obwohl er Automechaniker ist, hat er mich einfach dort stehen lassen, hat mir den Platten nicht gewechselt und ist davon gefahren und hat mich dann noch vor seinen kompletten Freunden lächerlich gemacht und verarscht. Aber naja, ich dachte, so ist er halt. Aber wie mir eben erzählt wurde, kann er auch ganz anders. Der? Nie im Leben. Oh, doch. Woher wollen Sie denn das wissen? Also, mich hat vorher eine Freundin zu Gericht gefahren und die Schmuckdesignerin. Sie fertigt so alles Mögliche auf Kundenwunsch hin an. Und genau bei ihr war der Tobi und hat eine sauteure Kette für die Sarina anfertigen lassen. Ja, und was heißt schon eine Kette? Schätzchen, weißt du eigentlich, was die wert ist? 300 Euro hat mir Dolores erzählt. Ja, da schaust du was. Und du hättest mal hören sollen, was er anscheinend noch gelabert hat. Dass du die einzig Richtige für ihn bist und dass er dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen möchte. Für ein Lächeln von Sarina würde er wirklich alles tun. Ich hab doch gesagt, er steht auf sie. Ey, jetzt drehen die Barbie alle völlig durch. Ich fass nicht. Ihr seid ja eigentlich behindert im Kopf, oder was? Also. Jetzt gib's doch einfach zu. Dolores hat mir hoch und heilig geschworen, dass alles genau so war. Und scheinbar hast du ja noch einen Ring für sie anfertigen lassen. Ey, hör doch auf mit deinen Geschichten, ey. Ja, bloß nicht weitermachen. Ich glaub's ja nicht. Ja, aber für Sie geht's nicht weiter hier. Es reicht jetzt. Sie schließen sich Ihren Kollegen an. Raus, bitteschön. Ja, ganz aber klar. Jetzt, wo es spannend wird, oder was? Ja, das haben Sie selber Sie verbockt. Raus. Ich wiederhole mich aber nicht. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Aber ein Ring für mich. Ja, für dich. Und scheinbar hat er auch noch für meine geliebte Sarina eingravieren lassen. Und den Ring solltest du bekommen, weil du ihm immer so gut zuhörst. Und weil du ja die einzig Richtige für ihn bist. Ey, Cassandra, das interessiert doch hier gar keinen. Ja, aber Tobi, einen Ring, wieso habe ich den nicht gekriegt? Warum nicht? Warum sagst du denn nichts? Was sich für seine Gefühle schämt. Der hat Schiss vor blöden Sprüchen von seinen Kumpels. Genau so sieht's aus. Aber Tobi... Sarina, was willst du denn jetzt noch von dem, nach all dem, was er dir angetan hat? Ich will wissen, ob er wirklich Gefühle für mich hat. Das spielt doch jetzt gar keine Rolle mehr. Überleg mal, was er über dich erzählt hat, was er im Video über dich gesagt hat. Dass du hässlich bist, hat er gesagt. Ey, Ronja, jetzt reicht's. Immer mischst du dich überall ein. Immer machst du alles kaputt. Was soll der Scheiß? Ich mache überhaupt gar nicht kaputt. Das hast du dir aber alles schön selber zuzuschreiben.
Ey, wenn du dieses scheiß Video nicht gemacht hättest, dann wäre es alles nicht passiert, ja? Was wäre nicht passiert? Ja, ich meine das alles hier. Na, Entschuldigung, das auf dem Video, das waren doch Sie selbst. Das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Wieso haben Sie sich denn so benommen, wenn Sie es alles gar nicht wollen? Ja. Tobi, sag doch wenigstens jetzt die Wahrheit, bitte. Ist doch ganz klar, was der wollte. Der wollte vor seinen Kumpels nicht blöde dastehen. Und hat sich volle Kanone vor Sarina geschämt. Ich hab mich nicht geschämt. Ich hatte halt einfach keinen Bock auf blödes Gelaber, weil... Ey, die Jungs hätten noch erzählt, ich würde mich nur mit Sarina treffen, weil ich den Laden übernehmen will oder sowas. Und, ist es die Wahrheit? Nein, natürlich nicht. Ey, ich hab dich echt gern. Und es tut mir auch völlig leid, was ich da gesagt habe. Und es ist mir peinlich. Und dass das Video auch noch ins Netz gekommen ist. Also, das wollte ich doch alles nicht. Komm, ein bisschen spät, Entschuldigung. Ja, ich wollte mich ja entschuldigen, aber es ging ja nicht. Sarina hatte Hausarrest und ihre Mutter hat mich einfach nicht zu ihr gelassen. Und dann hat sie noch gesagt, dass Sarina mich nie wiedersehen will. Und irgendwie, ja, da konnte ich das auch verstehen. Wie wär's denn, wenn wir jetzt mal zur entscheidenden Frage kommen? Also, das Video ist die eine Geschichte. Die andere Frage ist, haben Sie den Herrn Zippert mit diesem Radkreuz niedergeschlagen, weil Sie nicht wollten, wegen Sarina nicht wollten, dass das Video ins Internet gestellt wird? Ich hab's doch gleich gewusst. Und was haben Sie mit dem Handy gemacht? Ja, das habe ich in den Tümpel hinter der Werkstatt geschmissen. Ja, noch weitere Fragen an die Zeugin? Keine Fragen, danke. Bleibt die Zeugin unvereidigt. Herzlichen Dank. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Dann geht vor, sage ich noch, der rechtliche Hinweis, § 265 Strafprozessordnung, dass hier auch eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung in Betracht kommt. Also § 224 Absatz 1 Ziffer 2, 303, 303 klein c, 52 Strafgesetzbuch. Wir stellen noch fest, dass der geschädigte Zippert am 31.10.2010 Strafantrag gestellt hat. Wir stellen weiterhin fest, Bundeszentralregisterauszug wird verlesen, keine Eintragung, also keine Vorstrafen. Ja, dann kommen wir noch zum Bericht der Jugendgerichte. Frau Kramer, bitte. Ja, gerne. Also nach meinem Eindruck ist Tobias sehr behütet aufgewachsen. Ein Schicksalsschlag war natürlich, dass der Vater gestorben ist, als er 12 Jahre alt war. Zu diesem Zeitpunkt hat er die Rolle des Familienoberhauptes übernommen, was natürlich viel zu früh war. Und darin sehe ich auch die Erklärung dafür, dass er sich als absolut unwiderstehlicher Womanizer fühlt, der Frauen herablassend behandelt und nur blöd anmacht einfach. Blöd? Das ist totaler Quatsch. Er ist doch gar nicht wahr. Und ob? Also, ich meine, du hast mich bei unseren Treffen auch mehrmals versucht, sehr niveaulos irgendwie anzugraben. Das was? Stimmt doch alles gar nicht. Moment, was ist denn da vorgefallen, Frau Kramer? Also bei meinem zweiten Hausbesuch zum Beispiel hat mir der Angeklagte nur mit einem Handtuch um die Hüften die Türe geöffnet. Ja, ich bin gerade aus der Dusche gekommen, da hat's schon geklingelt. Ich glaub's nicht echt. Ey, Sarina, ey, jetzt wart doch mal. Ach, halt's mal! Das ist doch alles Quatsch. Das haben sie ja toll hingekriegt, oh, Jugendgerichtshilfe, ehrlich, ey. Entschuldigung, muss aber auch wirklich sagen, wenn jemand an der Tür klingelt, und ich komme gerade aus der Dusche, dann ziehe ich mir erst mal was an, oder? Ganz genau. Hätte sie doch einfach machen können. Ja, der Punkt obendrauf ist ja noch, dass er sich vor mir noch eingecremt hat und mich gefragt hat, ob ich ihm dabei nicht helfen möchte. Mhm. Also, insofern kann ich ihm nicht die Reife eines Erwachsenen zusprechen, um jetzt mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Mhm. Und im Falle einer Verurteilung rate ich doch zur Anwendung von Jugendstrafrecht. Hierzu irgendwelche Fragen? Keine Fragen, danke. Ja. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, geehrter Herr Verteidiger, der Angeklagte hat anscheinend schon an sehr vielen Autos und Frauen rumgeschraubt. Zu seiner Reifentwicklung hat das allerdings nicht besonders viel beigetragen, was selbst der 15-jährigen Sarina schmerzvoll bewusst geworden sein dürfte. Ich halte dem Angeklagten sein Geständnis zugute. Nicht strafmildernd berücksichtigen kann ich aber leider seinen betörenden Charme, seinen göttlichen Astralleib oder aber seinen verführerischen Augenaufschlag, weil all diese nur in seiner Vorstellung existieren. Und selbst wenn es sie gäbe, sie leider strafrechtlich nicht von Relevanz wären. Ich beantrage daher, den Angeklagten zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren zu verurteilen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, bei allem Verständnis dafür, dass Ihnen natürlich die Anwandlungen meines Mandanten nicht gefallen haben, muss ich doch darauf hinweisen, dass ich den Tatbestand des Raubes verneinen muss und den rechtlichen Hinweis des Herrn Vorsitzenden aufnehmen muss, nämlich, dass hier nur Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung vorliegt. Und warum?
weil mein Mandant, wie er selber gesagt hat und was unwiderlegt ist, das Handy sich nicht etwa aneignen wollte, sondern das Handy in den Tümpel hinter der Werkstatt geschmissen hat. Und damit fehlt es an einer Zueignungsabsicht, die aber Tatbestandsvoraussetzung für den Raub ist. Und aus diesem Grund kann er wegen dieses Deliktes nicht verurteilt werden. Zugegebenermaßen ist das, was er gemacht hat, ziemlich krass. Die Verletzungen des Herrn Zippert sind erheblich. Das verkennt die Verteidigung auch nicht. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass auf eine Jugendstrafe zu erkennen ist, die aber meiner Ansicht nach aufgrund des Vorlebens und des Nichtvorbestraftseins meines Mandanten zur Bewährung auszusetzen ist. Ich beantrage, die auf 6 Monate festzusetzen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. So, Herr Hopf, Sie haben nun beide Anträge gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen. Sie macht das letzte Wort. Ich sage dazu nichts mehr. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Tobias Hopf ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung. § 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2, 303 Absatz 1 und 303 Klein C Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Datensicherheit ist ein großes Problem unserer Zeit und ein großes Thema, egal wie es war, Herr Zippert. Aber was da passiert ist, das zeigt doch zumindest, wenn man Daten, Bilder, Videos, was auch immer hochlädt, dann kann man sie eigentlich nicht mehr beherrschen. Und die Frau Witterlich, die Sarina, hat völlig recht, wenn sie Angst hat, dass ihr das später mal bei Bewerbungen schaden könnte. Aber darum ging es ja letzten Endes hier heute nicht. Tatsächlich, wer eine Sache wegnimmt, weil sie nur zerstören will, der macht sich nicht des Raubes strafbar, weil die Zueignungsabsicht fehlt. Ja? Das konnten Sie beim Anklagezeitpunkt noch nicht wissen, das hat er uns heute erst erzählt. Es bleibt aber natürlich eine Sachbeschädigung des Handys. Aber das ist gar nicht so entscheidend, weil das viel Schlimmere ist ja hier die gefährliche Körperverletzung. Er hat heute noch Probleme, gerade hat er die Schiene wieder reingemacht. Ich glaube, jeder Besuch beim Kieferchirurgen ist nicht gerade besonders lustig. Die Vorgehensweise war doch einigermaßen brutal. Ja? Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, wären Sie wie ein Erwachsener zu behandeln, dann hätte es hier eine hohe Freiheitsstrafe gegeben. Und ich glaube auch, eine Freiheitsstrafe definitiv ohne Bewährung. Sie sind 20 Jahre alt und Sie sind alles andere als ein gefestigter Charakter. Eigentlich sitzen Sie dauernd zwischen 2 Stühlen. Einerseits wollen Sie vor den Kollegen ganz besonders cool wirken. Andererseits sind Sie in ein 15-jähriges Mädchen verliebt. Und zwar romantisch, unsterblich, so weit, dass Sie ihr eine Kette und einen Ring extra anfertigen lassen. Das kann man nur mit einem Wort umschreiben, spät pubertierend. Ja? Schade, dass Ihre Kollegen das jetzt nicht mehr hören. Aber deswegen behandeln wir Sie hier wie den Jugendlichen und deswegen kommen wir auch zu einer Jugendstrafe. Aufgrund der Brutalität hier ganz klar 2 Jahre auf jeden Fall. Und nur weil Sie zum einen ein Geständnis abgelegt haben, zum zweiten nicht vorbestraft sind, zum dritten die Tat aus Gründen begangen haben, die nicht eigennützig sind, sondern sie wollten ja verhindern, zugunsten ihrer Angebeteten, dass dieses Video ins Internet gelangt, kommen wir am Ende zu einer Jugendstrafe, die überhaupt zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und deswegen ergeht noch folgender Beschluss. Erstens, der Haftbefehl des Amtsgerichts Hildesheim vom 31.10.2010 wird aufgehoben. Jetzt freuen Sie sich da mal nicht zu früh. Trotzdem werden Sie den Gerichtssaal nicht als freier Mann verlassen. Haben Sie es schon wieder vergessen? Eine Ordnungshaft von 3 Tagen habe ich angeordnet und die wird direkt im Anschluss vollstreckt. Die haben sich übrigens redlich verdient. Zweitens, die Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Drittens, dem Angeklagten wird auferlegt, an den geschädigten Ronny Zippert ein Schmerzensgeld von 4.800 Euro in monatlichen Raten à 200 Euro zu bezahlen. Herr Zippert, da kann man euch darüber diskutieren, ob das nicht ein höheres Schmerzensgeld wert ist. Das können Sie vielleicht beim Zivilgericht sogar noch einklagen. Ich kann ihm im Moment nicht mehr auferlegen, weil Bewährungsauflagen muss er ja erfüllen können, sonst wird die Bewährung widerrufen und mehr als 200 Euro im Monat, glaube ich, kann er im Moment nicht bezahlen. So kommen wir bei 2 Jahren Bewährung auf 4,8. Aber so viel muss Ihnen auch klar sein. Wenn Sie das nicht pünktlich bezahlen oder wenn Sie in irgendeiner Weise nochmal straffällig werden, dann werden Sie die 2 Jahre absitzen. Ist das klar?
Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision von beiden Seiten eingelegt werden. Die Frau Staatsanwältin hat sie in ihrer unerreichten Art zusammengefasst als echten Schrauber bezeichnet. Was ihren zweifelhaften Charme und alles, was damit zusammenhängt, betrifft, ich würde das gar nicht Charme nennen, ich würde es eigentlich Brunftverhalten nennen. Ja? Aber da hat die Frau Staatsanwältin sicherlich eine höhere Fachkompetenz als ich. Es ermöglicht mir zumindest darüber, mir jeglichen Kommentar zu ersparen, vielleicht ganz gut für Sie. Wie Sie sich gegenüber der Jugendgerichtshilfe verhalten haben, das spricht allerdings Bände, welches Körperteil Ihr Verhalten steuert, aber auch noch mehr, was Ihren Größenwahn betrifft. Ja, Sie schauen so, wie erkläre ich es denn dem Kfz-Mechaniker? Naja, zu glauben, Sie könnten Frau Kramer mit dem Handtuch um die Hüften beeindrucken, das ist ungefähr so, wie zu glauben, Sie könnten bei einem Ferrari den Motor mit der Nagelfeile wechseln. Heute ist die Hauptpfanne geschlossen. So, Herr Hopf, stehen Sie bitte auf. Nehmen Sie alle Ihre Sachen mit, Ihre Jacke. Bitte nach Ihnen.